Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wir sprechen heute mal über die Ausbildung zum Heiler. Welche Ausbildungen gibt es? Was für Werte habe ich nachher, die ich auch vermitteln kann? Und was ist eine Ausbildung überhaupt wert? Und da freue ich mich sehr, dass ich heute Annette Müller bei mir habe. Sie ist die Gründerin der Heilerschule Saint-Esprit und auch ja eine Klinik, die erste stationäre Klinik, die sie wirklich in Deutschland eröffnet hat. Und ich freue mich da auch mal einfach kritisch zu schauen, was es da alles auf dem Markt gibt und woran wir wirklich erkennen, dass es erfolgsversprechend auch für den Patienten und vor allen Dingen für sich selber ist. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Annette, schön, dass du wieder da bist. Hallo Corinna, schön dich zu sehen. Ja, wir haben ja schon wirklich sehr viele wundervolle Interviews und du bringst auch wirklich immer Gäste mit, die sind so bezaubernd. Also von der kritischen Journalistin, die über dich ein Buch schreibt oder wirklich auch die Gemeinderatsdame aus einem kleinen bayerischen Ort, wo alle auf dem Kopf stehen, als du deine Villa da zur geistigen Heilung gegründet hast. Also wirklich Geschichten aus dem Leben. Aber jetzt geht's mal auch darum, was ist denn alles an Heilerausbildungen auf dem Markt? Wie kann ich überhaupt für mich erkennen, den Wert auch einschätzen zu können? Es gibt ja dieses wunderbare Vorurteil, das geistige Heil darf nichts kosten. Also wenn du ein geistiger Heiler bist, dann sollst du bitte nach Möglichkeit in Sack und Asche daherkommen, dein ganzes Leben sozusagen dem geistigen Heilen opfern, vielleicht selber sogar gar nichts essen und auch keine Miete zahlen müssen und so weiter und so fort, weil du das eben bitte dann eben den Menschen auch kostenlos zur Verfügung stellen sollst, was ja überhaupt nicht stimmt. Wir wollen auf der materiellen Ebene heilen, das heißt, wenn wir sagen geistiges Heilen, dann haben wir geistige Kräfte, die wir entwickelt haben oder die wir mitgebracht haben in dieses Leben oder aber, wo wir eine Ausbildung gemacht haben und können anderen Menschen helfen. Und das sollten wir auch sozusagen, es sollte auch so sein, dass wir fähig sind, anderen Menschen zu helfen und nicht nur auf Hilfe zu hoffen. Weil ganz oft ist es eben so, ich bitte um Heilung für dich und ob das dann passiert, müssen wir mal abwarten. Das ist nicht das, was ich lehre. Ich lehre eine Heilmethode, die denjenigen, der die Ausbildung macht, befähigt, tatsächlich Heilung zu bewerkstelligen. Also auch wirklich die Menschen tatsächlich zu heilen. Da habe ich also heute ein Video mitgebracht, was wir uns nachher mal anschauen können, wo wir dann eben sehen, welche Kräfte eine geistige Heilung haben kann, so wie ich sie unterrichte, wie wir an der Schule das unterrichten, im Vergleich zu einer manuellen Methode. Ja, darum, also das würde mich jetzt mal interessieren, weil du hast ja gesagt, du hast mir das Video mitgebracht, aber um dieses Video drumherum gibt es ja auch noch eine Geschichte. Richtig. Also ich habe ja auch in Amerika das geistige Heilen unterrichtet. Die Methode heißt Amazing Grace und war also in Austin auf einer esoterischen Messe und mir gegenüber vom Stand war eine ganz super sympathische junge Frau. Die hat gerade ihre Ausbildung gemacht als Atlas-Therapeutin. Und das ist natürlich auch unser Thema. Das ist ja auch mein Thema, weil ich eben durch eine Atlas-Verletzung, durch einen Autounfall zum geistigen Heilen überhaupt gekommen bin auf diesem Weg. Und dann haben wir uns unterhalten, wir haben uns angefreundet, wir haben uns ausgetauscht. Sie hat mir diese Methode gezeigt, die sie studiert. Und ich habe ihr dann von meiner Methode erzählt. Sie war also ganz überrascht und offen und ich habe sie dann eben eingeladen, bei einer Heilsitzung mit dabei zu sein. Ich habe also diese Dame, die wir eben dort jetzt im Video schon so sehen,
Die war eben auch auf dieser Messe, die habe ich angesprochen, eingeladen, dass sie das ausprobiert, weil ich wusste, ich kann ihr helfen. Und wie hat man das jetzt in den USA studiert, dieses Atlas-Thema? Also sie hat eine Methode studiert, wo sie mittels ganz sanften Manipulationen beim Atlas-Halswirbel C1, C2 in sehr vielen Sitzungen, das sind 10 Minimum, den Atlas wieder dorthin schiebt, wo er eigentlich hingehört. Mhm. Dieses Studium kostete sie damals $120.000. Was? Mhm. Dafür hat das sie holt mir doch im Leben nicht mehr rein. Dafür hat sie einen Kredit aufgenommen. Wurde also quasi finanziert. Das muss sie natürlich zurückbezahlen auf viele Jahre und kostet sie auch Zinsen. Sie verdient pro Atlas-Sitzung $450. Und der Patient muss vor jeder Sitzung ein frisches Röntgenbild mitbringen, damit sie den Verlauf dieser Behandlungen sehen kann und weiß, in welche Richtung sie dann das nächste Mal diesen Atlas manipuliert. Und danach bist du verstrahlt auch noch mit Röntgenstrahlen. Naja, also da brauchen wir jetzt keine Kritik zu üben, sondern einfach nur uns das mal sachlich anzugucken, was da eben auch möglich ist. Also ich halte jede Methode, die dir hilft, den Atlas zu zentrieren, eigentlich für essentiell und wichtig. Und wer damit Probleme hat, soll es eben ausprobieren und soll bitte versuchen, das zu ändern, bevor man da nichts tut. Mhm. Gut, ich habe sie also eingeladen, habe ihr gesagt, ciao, so mache ich das. Und da habe ich also jetzt mit dieser Dame noch nicht mit dem Atlas gearbeitet, sondern ich habe nur die Basisheilsitzung gemacht. Mhm. Und ich mache also immer vorher nach Möglichkeiten Video. Wie ist es vor der Sitzung, wie ist es nach der Sitzung? Und das möchte ich jetzt einfach mal zeigen. Und da war die junge Frau dabei und hat sich das also angeschaut. Mhm. Okay, you walk. Okay. And then you go sit down in the chair. Please. Okay. It's easier sitting down than it is getting up. Okay, now you please get up. Sorry. Yes. So you fold in here one. Okay. And now you just step back into that room. I'm going to video you from the back too. Man, your head is straight. Okay. Anybody's head is crooked. Thank you. My goodness. Thank you so much for letting me watch that. That was beautiful. Okay, you walk around, look please. At your eyes. Just walk around. Show us how you work. I can't believe this. This is unbelievable. Okay, go out of that room and sit in the chair. No cane. No cane. Okay, you can throw your cane away now. Yes, you can. Oh, my God. Okay, get up. Oh, boy. I haven't been able to do that a long time. Okay, do it again. Do it again and again and again. Do it again. You have to believe this. Okay. Oh, my God. All right. Oh, my God. All right. Okay. Now you go back into the room. I'm not stiff and I'm sorry. Oh, cool. Without the cane. Oh, gosh. Look at this. Yeah. Look at how she's moving her body. Oh, my God. She is dancing. They work. God. Yes. Look here. Hi, Mae. That's great. I'm so happy for you. Oh, my God. Thank you. Oh, gosh. Germany, yeah. Now, please send a message to the students in Germany. You don't know how much this can mean to your client or to yourself. Okay. It's a fantastic thing to learn. It's so fantastic to be able to help other people. Right. When you can heal other people, it can help. Wow. Yeah.
echt der Hammer. Das ist der Hammer, ja. Also dieses mit dem, also, und diese Grundsitzung oder Grund, wo du gesagt hast, wir haben noch gar nicht richtig, also. Genau, wir haben den Atlas noch gar nicht behandelt. Ja. Ja, also, und sie, du siehst sie, wie sie dann die Frau eben umarmt mittendrin und hat gesagt, so wunderbar, jetzt da mit dabei zu sein. Und dann hat sie mir auch gesagt, also an sowas überhaupt nicht im Traum zu denken mit dieser Methode. Und das war für mich eben auch ganz wichtig auf meinem Werdegang, weil eben solche Ergebnisse zu erzielen, macht ja auch was mit einem selbst. Unglaublich, ich habe da auch gerade fast mitgeheult. Ich muss mich nur zusammenreißen. Also es ist ja, und du hörst ja auch, wie ich selbst total erstaunt bin und sage, boah, das ist ja toll, das muss man sehen, um es zu glauben. Und dann eben auch diesen emotionalen Impact zu spüren. Also das, was die Menschen dir an Emotionen dann entgegenbringen, du hast ja das Leben komplett verändert. Ja, aber auch die Übertragung auf ihre, also die war ja auch jünger. Dann, ja, natürlich. Du? Also die war ja dann auf einmal, wie die dann ihre Beine gehoben hat. Das 20 war ja Jahre jünger. Brutal. Also du hältst also einen Verfall auf, der stoppt nicht nur, sondern du rückelst, also wickelst das Ganze auch zurück ab. Und es war jetzt eine Sitzung in welcher Zeit? Eine einzige Sitzung. Ja, Stunde. Eine Stunde. Ja, ja. Und also, dass es so viel gebracht hat, das wusste ich natürlich auch nicht. Ich meine, hätte es weniger gebracht, wäre das auch schon toll gewesen. Aber das jetzt im Vergleich zu sehen, und ich bin heute noch in Kontakt mit dieser jungen Frau. Diese junge Frau hat also eine ganze Weile eben ihre Praxis gehabt, über viele Jahre, und hat jetzt auch aufgehört damit. Hat gesagt, nee, also ich habe jetzt meine Schulden zurückbezahlt und ich mache das jetzt nicht weiter, weil es ja immer wieder das Gleiche ist. Die müssen zum Röntgen, die legen sich auf eine Behandlungsliege, die kommen 10 bis 12 Mal und es hat nicht den Wahnsinnseffekt, den du eigentlich haben möchtest. Und da bist du dann schon Handwerker auch. Ne? Und das eben zu sehen mit dem, im Vergleich zu solchen geistigen Heilerfolgen, das ist wie Feuer und Wasser, ist also total im Gegensatz. Also wir versuchen den Menschen mechanisch zu helfen, was auch besser ist, als das gar nicht zu machen. Aber wenn du eben mit den geistigen Kräften, die ja jeder Mensch hat, ja, das gehört zu unserer menschlichen Natur. Und wir wachsen mit der Lüge auf, dass wir sowas nicht können. Und das ist eben auch mit ein Grund, warum ich eben hier bei QS24 bin, um zu zeigen, wir können das. Wir Menschen sind großartig. Und das finde ich auch das Faszinierende bei dir. Du bist jetzt schon seit Jahren da. Wir haben auch viele Interviews. Du kommst immer mit wirklich Menschen aus dem Leben, nimmst alle Kritiker mit dir ins Boot und sagst, hey, kommt mit, recherchiert, schreibt Bücher, nimmt Videoaufnahmen, du gehst ins Ausland, lässt Studien anfertigen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal veröffentlicht werden. Es ist schwierig, da ein Magazin zu finden, was den Mut hat, darüber zu schreiben. Das ist eben ganz wichtig und soll auch renommiert sein. Also wenn das der eine oder andere hier hört oder vielleicht den Redakteur von Nature kennt. Das wäre natürlich. Sag mal 2, 3 Worte vielleicht zu der Studie, dass man überhaupt weiß, was es da gibt. Ja, also wir haben eine Studie gemacht in Indien. Wir haben also über 330 oder 320 Studienbücher ausgefüllt mit Probanden. Die Studie wurde von der Uniklinik in Essen ausgewertet. Die Studie ist fertig. Das Einzige, was eben jetzt noch fehlt, ist das Paper, also wo das veröffentlicht werden kann. Das macht Dr. Cordelia Schott aus Essen, renommierte, also Deutschlands renommierteste Orthopädin, die das gemacht hat. Und da warten wir eben noch auf das entsprechende, auf die entsprechende Möglichkeit, das zu publizieren. Vielleicht braucht es einfach noch Zeit, bis das Bewusstsein von vielen Orthopäden auch offen ist, sich dann diesem Artikel auch mit der gebürtigen Wertschätzung oder Erkenntnis
weißt du, stellen, dass man sagt, okay, es braucht jetzt vielleicht noch so ein bisschen? Ja, also ich meine, gucken wir mal in die Geschichte. Ja, wir können ein paar 150 Jahre zurückgehen. Da haben wir die berühmte Geschichte von Semmelweis. Mhm. Semmelweis ist der Mann, der festgestellt hat, die Hände sind schmutzig, die gehören gewaschen und desinfiziert, bevor man irgendwo in eine Wunde hineinfasst. Und Semmelweis hat darüber, hat Studien gemacht, hat geforscht und er hat das eben auch publiziert und bekannt gemacht und wurde dafür nicht nur angegriffen, sondern in die Irrenanstalt gesteckt. Und man hat hinterher, er ist da gestorben. Und als man ihn exhumiert hat, hat man also festgestellt, er hatte verschiedene Brüche und geht also davon aus, dass er dann tatsächlich auch ermordet wurde. Semmelweis, es gibt jetzt die Uni Semmelweis, also Semmelweis ist nach seinem Tod jetzt anerkannt, aber es hat 150 Jahre gedauert, bis wir uns hier die Hände waschen, bis wir die Hygienevorschriften sozusagen etabliert haben, bis wir überhaupt das Bewusstsein für Hygiene entwickeln konnten. Und hier kann man davon ausgehen, dass vielleicht es noch so 50 Jahre braucht, bis man jetzt sagt, okay, die Grundlage eines erfolgreichen Handelns ist erstmal das Denken. Und das ist natürlich überall der Fall. Du brauchst ein Rezept. Es muss ausgedacht sein, damit du ein gutes Gericht kochst. Und bevor du eben eine erfolgreiche Handlung machen kannst, solltest du über die Konsequenzen nachdenken. Das gilt für alle Lebenslagen, es gilt auch in der Medizin. Und nur da sagt man, nö, das brauchen wir nicht, weil wir wissen ja schon alles. Die Kraft des Geistes, was soll das? Ja. Bei dir in der Ausbildung, wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Für wen ist das? Also, dass man einfach auch mal so ein bisschen auch den Wert... ich glaube nicht, dass so 120.000 Euro kostet. Also ich wollte noch mal so sagen, mehr als ich jetzt verlange, kann ich nicht verlangen. Gut, wenn mir jemand 120.000 Euro dafür zahlen möchte, sehr, sehr gerne. Ich kann das bestimmt sehr gut verwenden. Also es ist gut angelegt in dieser ganzen Geschichte, das ist völlig klar. Ja, du machst auch wirklich tolle Projekte, muss man auch sagen. Toll. Mexiko, Sri Lanka, wirklich. Ja, tolle Projekte. Ja. Die Klinik am Lago Maggiore und die ganzen Ausbildungen. Aber was war jetzt deine Frage? Deine Ausbildung, wo wir wirklich auch mal heute über den Wert einer Ausbildung sprechen und auch die Inhalte und weißt, für wen ist das? Einfach, was dir auch heute auch noch mal wichtig ist zu sagen zu dem Thema. Jeder, der sich selbst helfen möchte, der sich befreien möchte aus irgendwelchen Mühlen einer Abwärtsspirale durch zum Beispiel eigene Krankheit oder Krankheit in der Familie, Krankheit im Umfeld oder Bedrohungen. Wer da seine Kräfte erleben möchte, erfahren möchte, die umsetzen möchte, um anderen zu helfen, sich selbst zu helfen, der ist bei uns goldrichtig. Mhm. Ja. Und du kannst natürlich wirklich so viel verändern. Also wenn du eine Person heilst, hast du gleich das ganze Umfeld mit verändert. Und jetzt hast du eine Praxis, da kommen 5 bis 8 Leute. Also ich hatte in den Hochzeiten 10 Personen täglich. Also ich wurde überrannt, nachdem sich das alles rumgesprochen hat. Das ist kein Wunder bei diesen Ergebnissen. Ja, klar. Und damit veränderst du also wirklich alles. Also ein Mann aus der Holle Dau, der hat sein ganzes Dorf geschickt. Sein ganzes Dorf, alle aus dem Dorf waren da. Alle. Und wo war das? Aus der Holle Dau. Was ist das? Die Holle Dau ist da bei Erlangen oben an der Autobahn. Ist das okay. So eine Region. Und ja? Was hat sich dann verändert in dem Dorf? Also alles hat sich verändert. Also die ganze Dorfgemeinschaft hat sich verändert. Das war wirklich, ich schreibe darüber auch in meinem
ersten Buch, in meiner ersten Autobiografie, Ich gehe den Weg der Wunder, da schreibe ich da ein bisschen drüber. Das ist unglaublich. Ja, ja, die man sprengt natürlich auch die Grenzen des eigenen Verstandes. Ja. Weil wie viele Gäste habe ich schon hier gehabt von dir, die sagen, das gibt's nicht. Ja, das gibt's nicht. Ja. Also die es am eigenen Körper erfahren haben und sagen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, und wir erleben das immer wieder. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Ja, das ist 20 Jahre Unterschied. Das ist echt brutal. Ja. Und diese Qualität der Heilergebnisse, die kann ich garantieren, dass jeder, der bei uns die Ausbildung macht, solche Ergebnisse erzielt. Mhm. Und nichts drunter. Mhm. Ja, also das ist schon... Da lohnt es sich schon, drüber nachzudenken und sein Denken zu ändern und auch so ein bisschen eingefahrene Vorurteile mal in Frage zu stellen und vielleicht sich selbst auch die Chance zu geben, okay, es kann sein, es kann nicht sein, aber bevor ich es nicht probiere, kann ich ja nicht wissen, dass es, was es gebracht hätte oder ob es dann nicht wirkt. Gibt ja auch ab und zu wirklich jetzt gerade auch im medizinischen Bereich Menschen oder auch Ärzte, wo ich dann auch mal unter vier Augen manchmal spreche, jetzt nicht hier aus dem Sender, eher aus dem privaten Umfeld, weil die arbeiten eher anders hier, die bei uns zu Besuch sind. Die sagen, oh, ich komme an meine Grenzen. Ich kann den Menschen jetzt so nicht helfen, aber eigentlich habe ich Medizin studiert oder den Beruf erlernt, auch als Krankenschwester, um den Menschen eigentlich irgendwo eine Heilung zu geben. Und dann kommt diese existenzielle Angst. Mhm. Das finde ich halt auch nochmal von deiner Seite aus wichtig zu sehen, weil wir haben ja Leute hier von dir, die sind ausgebucht. Ja, total. Weil sie es einfach rumspricht. Ja, ja. Und da kannst du deine Praxis dann auch, oder man macht es halt auch mal parallel, dass man sagt, komm, dann mal hier meinen schulmedizinischen. Und dann nehme ich zwei Dörfer weiter. Also was natürlich sehr gerne oder sehr positiv bei den Ärzten und bei den bei Heilpraktikern sowieso, aber eben im ganzen medizinischen Personal auch ankommt, ist, dass das, was du hier anwendest, also hier habe ich natürlich mit der Kamera gearbeitet. Ich habe vorher festgehalten, nachher festgehalten. Man sieht, das ist mit dem Handy aufgenommen, aber besser so eine Aufnahme als keine Aufnahme. Mhm. Und du kannst es undercover verwenden. Du musst dich nicht outen. Ah, ja. Also dass der Patient gar nicht mehr. Der Patient muss das nicht. Dann sagst du ihm halt guten Tag, gibst ihm die Hand und allein beim Handgeben kannst du schon einen Körperkontakt herstellen, wenn es überhaupt den Körperkontakt braucht. Und dann passiert was. Mhm. Ja. Also es ist, oder du legst die Hand auf die Schulter oder sonst irgendwie was. Also aber wie läuft die Ausbildung jetzt ab für unterschiedliche, du hast ja mehreres im Angebot, dass man mal so ein bisschen auch... Ich habe eine Und wo vor allen Dingen? Bitte? Und wo vor allen Dingen? Im Moment sind wir im Chiemgau, dann werden wir auch am Lago Maggiore Ausbildungen anbieten. Das sind dann die geblockten Ausbildungen dort, wo also die Ausbildung nicht über 1,5 bis 2 Jahre geht, auf Wochenenden verteilt, sondern wo sie eben wirklich zusammengefasst ist. Ist die gleiche Stundenzahl, nur eben nicht über 2 Jahre verteilt, sondern eben über 3 Wochen verteilt. Und das ist das, wo dann Ärzte und Heilpraktiker und Menschen teilnehmen, die eigentlich keine Zeit haben. Mhm. Und da, ganz egal, was man da macht, diese Ergebnisse, die hat man dann. Und was war jetzt die Frage nochmal? Ja, genau. Eigentlich hast du mir beantwortet. Und für wen? Also für Ärzte oder für Menschen, die wenig Zeit haben? Oder für Menschen, die eben auch ungeduldig sind. Ja. Also für mich wäre das die Ideale, weil ich bin so jemand, für der mich so auch. Ich wirklich Gas gibt. Ja, genau. Einmal und dann richtig, ja. Ja, genau. Ja, schön. Wenn man aber sich doch nochmal in Ruhe informieren möchte oder reinlesen, auch zu deinen anderen Projekten, vielleicht hast du einfach auch nochmal so ein paar
Quellen oder Möglichkeiten? Also auf der Webseite über die Schule www.ecole-saal-.de, das ist die Webseite der Schule. Dann gibt es auch die Hauptseite, das ist nur www.saal-esprit.de. Und dann ist natürlich noch total toll, Heiler ohne Grenzen anzugucken. Das ist unser karitatives Projekt, wo wir dann eben ins Ausland fahren, in Länder, die man auch nicht einfach so vielleicht mal bereist, wie Indien, Mexiko, Sri Lanka, in der Gruppe von Heilern, und bieten dort den Menschen eben kostenlose Heilsitzungen an. Und das ist natürlich eine unfassbare Selbsterfahrung und eine unfassbare Gruppendynamik auch. Also das ist auch sehr, sehr schön. Super. Ja. Vielen lieben Dank, Annette, dass du heute da warst. Ja. Viel Erfolg weiterhin noch, auch bei deinen ganzen Projekten. Ja, danke schön. Und ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn du kommst, weil die Geschichten sind wirklich immer. Ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Danke, bis bald. Danke. Liebe Zuschauer, ja, unglaublich, was wir für Möglichkeiten haben. Doch unsere auch orthopädischen Herausforderungen über ganz neue Wege wieder zu regenerieren. Und ich hoffe, Sie konnten auch für sich die Begeisterung spüren zu Hause, und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.